Seacrowds. Moin Moin Seacrowds Freunde, willkommen zurück zu dieser Flaschenpost hier auf dem Seacrowds Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Wir haben wieder schon wieder fünf Themen zusammen. Es gab gestern erst eine Flaschenpost, jetzt gibt es schon wieder die nächste. World of Warships lässt sich hier nicht lumpen, beziehungsweise Wargaming. Und wir halten natürlich auch immer unsere Ohren für alle Gerüchte offen, so auch diesmal. Fangen wir gleich oben an. Entwicklungsblock gab gestern Abend noch eine Änderung oder eine Ankündigung für japanische und deutsche Schlachtschiffe, die sich da ja auch ändern sollen. Nerfs und Buffs wieder schön gemischt. Vieles sind japanische Schiffe und ich denke mal, viele unter euch, die wird das jetzt hier freuen. Das Schlachtschiff Izumo, ja, eins der schlechtesten T9-Schiffe meiner persönlichen Meinung nach, ist sicherlich nicht ja, übergreifend für alle zu sagen, aber ich persönlich fand die Izumo ziemlich quälerisch. Erst ab dem B-Rumpf war sie dann ein bisschen angenehmer zu fahren. Hat wenig zu tun mit der Yamato, die danach kam und so weiter und so weiter. Also, ja, sie wird jetzt gebufft. Und zwar bekommt sie eine Deckspanzerung, die ein bisschen dicker wird. Von 32 mm auf 57 mm, das ist doch schon fast das Doppelte von dem, was sie vorher hatte. Dann wird die Oberflächenerkennbarkeit reduziert um ganze 2 km, sogar einen Ticken mehr als 2 km. Die Oberflächenerkennbarkeit nach dem Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel sinkt auch und zwar deutlich auf 16,8 von 19,2. Das soll am Ende dafür sorgen, dass das Schiff mehr aushält, ja, selbst unter Beschuss halt ein bisschen mehr standhalten kann, sich vielleicht auch mal, wenn man dementsprechend skillt, aus dem Gefecht entziehen kann, weil es eben schon wieder zu ist, der Dampfer. Also eine Sache, prinzipiell soll es die Überlebensfähigkeit des Schiffes einfach steigern und ich denke, bei der Izumo ist das zwingend notwendig. Denke ich einfach mal. Ja, das Ding konnte auch frontal relativ gut Schaden erleiden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen besser. So, dann kommen wir zur Yamato. Auch die wird gebufft. Ja, man mag es kaum glauben, aber die wird gebufft. Die Drehgeschwindigkeit wird um 0,5 Grad pro Sekunde erhöht. Und ja, das soll halt so ein bisschen die Geschwindigkeit, also den Spielkomfort mit diesem Schiff ein bisschen steigern. Ja, also die Türme sind jetzt unwesentlich schneller. Gut, und dann kommen wir zum japanischen Schlachtschiff Ashitaka. Das ist ein Premium-Schlachtschiff der Japaner auf einem Amagi-Rumpf sozusagen. Und ja, hier ist jetzt, das Ding soll sich besser unterscheiden von Amagi und ist halt sehr, sehr schnell und hat eine starke Bewaffnung. Aber die Panzerung ist jetzt schon schlechter als die bei der Amagi und das soll auch so bleiben, aber es soll halt ein bisschen mehr hervorstechen. Es soll nicht in der Suppe der Amagi so ein bisschen untergehen, sondern es soll einzelne Eigenschaften hervorgehoben bekommen, sodass die Anfangsgeschwindigkeit der Granaten hier um ein paar Meter, um 16 Meter pro Sekunde erhöht sind. Auch der Alpha-Damage wird um 200 Punkte erhöht. Ja, und das konzentriert dann eben sich auf die effektive Bewaffnung, die hohe Geschwindigkeit und ja, die Panzerung ist dann trotzdem gegenüber der Amagi gesehen schlechter. Der nächste Schritt ist dann schon die Miyogi, das Low-Tier-Schlachtschiff der Japaner. Und hier wird die Nachladezeit reduziert. Also ihr könnt dann in Zukunft häufiger schneller schießen, also quasi 3 Sekunden schneller. Die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze wird erhöht. Der Sigma-Parameter, der vorher 1,8 war, wird jetzt quasi sehr viel präziser, nämlich auf 2,0. Die Mumpeln orientieren sich mehr zur Mitte, also dahin, wo ihr hinzielt. Soll euch quasi in die Lage versetzen, auf der Tierstufe konkurrenzfähiger zu sein, weil ihr ja auch nur 3 Türme habt auf diesem Dampfer und andere Schiffe auf der Tierstufe eben mehr. Und auch dazu wurde das nächste Schlachtschiff nämlich ein bisschen genervt. Die Nassau, die hat ja schon eine Menge Türme. Und ja, hier wird die Nachladezeit von 22,2 auf 26 Sekunden erhöht. Auch die Aufladung der Reparaturmannschaft von 3 respektive 4 für die Premium-Verbrauchsmaterialien auf 2 respektive 3 reduziert. Also ihr verliert jeweils eine Aufladung. Und ja, der Grund dafür ist einfach die hohe Effektivität der Nassau auf ihrer Tierstufe und ihren Gefechten. Überperformte das Schiff sozusagen und deswegen sah sich Wargaming dazu gezwungen, diese Anpassung durchzuführen. Auch hier wieder, die Informationen sind alle vorläufig. Das sind alles noch Sachen, die sich noch ändern können, die vielleicht dann festgestellt wird, wenn man diese Änderung dann ausgetestet hat, dass es doch zu viel war, was da dran rumgeschraubt wird und dann sich da nochmal was ändert. Davon werden wir natürlich hier auf unserer Facebook-Seite und auch hier in der Flaschenpost in Zukunft wieder weiter berichten. Wir werden das im Auge für euch behalten.
So, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich Summer Sale ab 16.07. Das hat Wargaming noch gar nicht offiziell bekannt gegeben, aber im Netz kursiert das ein oder andere Bild. Und auch hier Toxic85 hat mir ein Bild zukommen lassen. Ich mache es hier mal groß. Und das hat jemand gepostet oder bekommen, besser gesagt. Der ist irgendwie bei PaySafeCard registriert und hat so eine Art Newsletter bekommen von PaySafeCard. Und da wird ihm quasi zum 16. Juli ja, der Sale von Premium-Schiffen angekündigt. Zwischen 30 bis 50% Reduzierung. Ich vermute, das wird es dann auch so sein wie im letzten Jahr. Ihr könnt euch ein Item kaufen, also ein Schiff kaufen pro Account. Und es wird dann immer wieder unterschiedliche Schiffe pro Tag geben. Ja, und dann gibt es hier noch ein paar andere Informationen. Also neue Leute, die reinkommen in das Spiel, kriegen eine Texas und 600 Dublonen und all so ganzen Geschichten. Aber viel interessanter ist halt, hebt euer Geld auf bis zum 16.07., wenn ihr euch Premium-Schiffe kaufen wollt. Das ist so das Statement, was man da quasi rauslesen soll und kann. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, dass Seacrowds, also wir und Moonlight 8, kennt ihr aus den Twitch-Streams, ja, wir beschlossen haben, dass wir mal zusammen einen Livestream machen wollen. Ähnlich dem Livestream von knapp vor einem Monat, den wir mit Tore zusammen gemacht haben, werden wir am 21.07. um 20 Uhr über die Multi-Twitch-TV, über diesen Multi-Twitch-TV-Link zusammen zu sehen sein. Ihr habt quasi eine Adresse, ihr könnt uns beide über die Schulter gucken. Wir fahren zusammen Divi bis zum Umfallen und zwar im Mondlicht. Und darum haben wir hier das auch Seacrowds im Mondlicht-Livestream genannt. Und dann gucken wir einfach mal, wie spannend der Abend wird. Ja, das letzte Mal war ja doch sehr, sehr abwechslungsreich und sehr, sehr spannend und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich lade euch herzlich dazu ein, oder wir beide laden euch ganz herzlich dazu ein, am 21.07. mit uns um 20 Uhr diesen Livestream zusammen zu erleben. Auf YouTube und auf Facebook gibt es dann, also auf YouTube gibt es dann die Aufzeichnung dieses Livestreams und auf Facebook eben die Nachrichten rund um diesen Livestream. Da habt ihr jetzt auch die Ankündigung gesehen und könnt euch zum Beispiel als interessiert eintragen. Das wird uns helfen. Gut, das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist, dass ihr aktuell, ihr seht es, eine Stunde 16 Minuten, 16, ein Tag, 16 Stunden, 12 Minuten und tickt runter, noch die Chance habt, wenn ihr Geld im Premium Store ausgibt, für jeweils die vollen 10 Euro bekommt ihr 250 Dublonen und 100.000 Credits in-game quasi on top, ne? Gebt ihr also 40 Euro aus, gibt es 1.000 Dublonen und 400.000 Credits. Gebt ihr 41 Euro aus, sind das immer noch 1.000 Dublonen und 400.000 Credits, da immer nur die vollen 10 Euro zählen. Und ja, die Gutschrift erfolgt am 17. Juli oder bis zum 17. Juli. Und ja, diese Aktion läuft jetzt, wie gesagt, ihr seht es hier, ein Tag 16 Stunden noch. Das heißt, bis zum 13. Juli 11 Uhr. Steht hier unten auch nochmal dargestellt. Also für den Fall, dass ihr gerade ein bisschen Kohle ausgeben wollt, weil ihr Premium-Spielzeit braucht oder ähnliches, dann überlegt es euch. Ja, ich denke, ich würde eher auf den Summer Sale warten. Meine persönliche Meinung. Gut, und dann gibt es natürlich noch einen fünften Punkt. Der fünfte Punkt ist der öffentliche Test zum Patch 077. Die zweite Runde startet. Es gibt nicht viel Neues zu erzählen. Die Operation, also das Unternehmen Narai und diese Rettung der Raptor, da wurden ja Überarbeitungen gemacht. Das hatten wir schon zur ersten Runde auch erzählt. Diese wechseln jetzt wohl stündlich, diese Unternehmen des Tages sozusagen oder der Woche heißt es ja eigentlich, aber da könnte man schon fast der Stunde sagen. Ja, damit auch jedes Unternehmen gefahren werden kann vernünftig. Und ja, das Go Navy Event auf diesem Public Test Server endet einen Tag bevor der öffentliche Test sowieso endet. Generell geht der Test jetzt vom 12. Juli bis 16. Juli. Ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr Bock habt, sowas mal auszutesten oder mal ein paar Signale, Tarnung oder sowas braucht, ist mit ganz wenig Aufwand hier schon zu machen, Signale und Tarnung zu bekommen. Ihr braucht nur drei Koop-Gefechte in Folge hintereinander wegfahren, ja, und schon habt ihr hier Lackierungen, 10 Tarnmuster Typ 6, das sind dann also plus 100% Erfahrung, 4% Tarnung, 3% Streuung oder so. Ja, diese Standardwerte da eben, ja. Die gibt es da. Und wenn ihr dann noch Unternehmen fahrt, könnt ihr sogar die Superflaggen hier bekommen. Die 10 Schiffe ist auf dem Server einigermaßen schnell zu erfahren. Sind immer wenig Erfahrungspunkte, die ihr da braucht. Nichtsdestotrotz ist das vielleicht schon ein bisschen zu aufwendig für den einen oder anderen. Aber hier gibt es halt die ganzen Erklärungen nochmal, wie man an diesem Test teilnimmt. Ich kann euch nur einladen, nutzt euren Account, nutzt eure Zeit.
Ihr könnt Flaggen auch auf dem, ihr bekommt die Sachen auf den Live-Server gut geschrieben und auf dem Test-Server. Das heißt, ihr fahrt auf den Test-Server und bekommt auf dem Live-Server dann eben Lackierungen am Ende dieser Testeinheit. Gut, und das soll es schon gewesen sein von dieser Flaschenpost. Ich hoffe, da waren wieder ein paar informative Sachen für euch dabei. Und wenn dem so ist, würde mich freuen, wenn ihr uns eure Meinung da lasst. Gerne unten als Kommentar oder als Daumen. Ja, hilft uns immer weiter, die Flaschenpost auch weiterhin für euch spannend zu gestalten und abwechslungsreich. Gut, und wir sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Seacrouts-Team und euer Maracha. Bis dann, ciao, ciao. Seacrouts.